Wir versuchen seit über 15 Jahren, die rund 100 Mitarbeiter am Management und an der Verwaltung unseres Unternehmens zu beteiligen und verzichten dabei im Produktionsbetrieb weitgehend auf Führungskräfte. Bei unseren regelmäßigen Mitarbeiterbefragungen haben wir herausgefunden, dass wir gerade im Bereich Kommunikation erheblichen Handlungsbedarf haben, weil unser Unternehmen immer größer und komplexer wird und wir vollkontinuierlichen Schichtbetrieb haben. Und genau hier kommt bei uns Digitalisierung ins Spiel. In dem Verbundprojekt APRODI beschäftigen wir uns mit der Einführung moderner digitaler Kommunikationsmittel wie Blogs, Foren, Wikis, Messenger. Wissenschaftler und Berater unterstützen uns dabei, solche Werkzeuge, solche digitalen Kommunikationswerkzeuge auszuwählen und zu testen. Und dabei betreiben wir nicht nur diese Untersuchung, sondern auch Anwendungsforschung. Wir versuchen also herauszufinden, wie man optimalerweise solche Werkzeuge einführt. Und Ziel ist es am Ende des Tages natürlich, die Zusammenarbeit in unserem Unternehmen zu optimieren und den hohen Stand der Arbeitskultur, den wir haben, zu erhalten und die Mitarbeiterzufriedenheit zu stärken.